Ich glaube, wenn es ein Datum gibt, das sich jede Person im kompletten Xbox-Management dickrot angestrichen hat, dann ist es der 6. September, denn das ist der Tag, an dem Starfield endlich erscheinen wird. Und dieses Spiel wird wahrscheinlich die, ja, sagen wir mal, das Brand-Image der Marke Xbox mehr beeinflussen als alles andere. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Make-it-or-break-it-Moment. Und auch wenn es etwas unfair ist, lässt sich daran definitiv nichts mehr ändern. Und auch als jemand, der jetzt nicht so sehr an dem Spiel an sich interessiert ist, ist es auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit oder beziehungsweise es ist auf jeden Fall sehr spannend, da zuzusehen. Und was ebenfalls spannend ist, mein Gott, ich liebe meine Überleitungen, das sind die neuen Sorten von Holy, die jetzt sowohl von ihrem Energy als auch von dem Tee eine neue Sorte rausgebracht haben. Grillers Grape und eben Red Grapes und Hibiskus-Tee. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich absoluter Fan davon bin und auch die Sachen schon mehrere Monate empfehle. Aber die neuen Sorten sind wirklich hervorragend. Also gerade das Gorillas Grape mit Traubengeschmack. Ich muss wirklich sagen, es erinnert mich so ein bisschen, ich kriege so nostalgische Gefühle irgendwie an Krümeltee. Ich kann es gar nicht mal so richtig beschreiben. So, es ist fast schon mehr der Geruch als der Geschmack davon. Also falls ihr da positive Erinnerungen irgendwie geweckt haben wollt an frühere Zeiten, dann auf jeden Fall da zuschlagen. Aber es gibt natürlich auch noch einen Haufen anderer fantastischer Sorten. Und falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt und gleichzeitig auch noch mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr beispielsweise jetzt euch eine der neuen Sorten dann eben mal ansieht. Oder falls ihr erstmal so ein bisschen ausprobieren wollt, es gibt auch Probierpacks. Es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit, so ein kombiniertes Probierpack eben aus den Energy-Sorten und auch den Eistee-Sorten auszuprobieren. Und wenn ihr meinen Code SPECKOBST5 benutzt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, 5 Euro Rabatt zu bekommen. Also das heißt, ihr kriegt dann das Probierpaket für unter 15 Euro, auch versandkostenfrei. Und ihr habt auch gleichzeitig noch mich unterstützt. Das ist doch wirklich fantastisch. Und falls ihr eine etwas größere Bestellung machen wollt oder beziehungsweise eben auch wiederkehrende Kunden seid, dann könnt ihr einfach ganz normal wie immer meinen Code SPECKOBST benutzen. 10% Rabatt auf die gesamte Bestellung. Und auch da werde ich dann auch noch mit unterstützt. Das ist großartig. Das ist toll. Wir alle lieben das. Applaus für uns. Wir sind super. Wir sind die Besten. Und was Leute auch hoffen, dass es am besten ist, das ist natürlich Starfield. Und ich sag das nochmal direkt vorweg, ich habe an dem Spiel selber, also was heißt kein Interesse, aber ich bin jetzt nicht wirklich investiert daran, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Spiel ist. So, natürlich möchte ich immer, dass Spiele gut sind, das sage ich auch immer wieder. Ich weiß, Leute glauben mir das oftmals nicht, weil ich mich so sehr über bestimmte Sachen immer aufrege und beschwere. Aber das mache ich eben auch, weil ich bessere Qualität haben will. Ich beschwere mich nur so viel, weil ich eben so gerne gute Sachen erleben und haben möchte. Oder auch für euch. Hey, es wäre doch super, dass wenn alle Leute, die sich auf Starfield freuen, eine hervorragende Erfahrung bekommen. Das wäre doch geil. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich persönlich nicht daran interessiert bin, eben weil es eines der weiteren Todd Howard Bethesda-Spiele ist. So, alle Sachen, die ich von ihm und seinem Team ausprobiert habe, so Oblivion damals bin ich extrem hart abgebounced, Skyrim bin ich abgebounced, Fallout 3 bin ich so sehr davon abgebounced, dass ich ursprünglich kein Interesse an Fallout New Vegas hatte. Und als ich das ausprobiert habe, weil das ist natürlich ja von Obsidian und nicht von Bethesda, eines meiner absoluten Lieblingsspiele geworden ist. Und Fallout 4 war dann leider eben auch für mich wieder eine Enttäuschung, weil ich dachte, hey, vielleicht haben sie ja irgendwie draus gelernt. Und deswegen habe ich jetzt auch persönlich nicht die größten Erwartungen an Starfield, eben auch, weil das Setting für mich jetzt nicht persönlich irgendwie super interessant ist. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum sich da mega viele Leute drauf freuen und für die hoffe ich auch, dass es gut wird. Aber der Grund, warum ich da so interessiert drauf blicke und eben auch jetzt sehr gespannt bin auf den Showcase, den es nächsten Monat geben wird und dann eben natürlich auch so die Previews dazu und das Release-Zeitfenster, wenn dann die ganzen Reviews kommen, wenn ich es auch selber ausprobieren kann. Zum Glück ist das Ganze ja im Game Pass, das heißt, da muss ich auch nicht mal irgendwie Geld investieren, um das irgendwie auszuprobieren. Das wird auch ganz interessant sein, mal so einen extrem krassen Release dann im Game Pass zu haben. Also das wird auf jeden Fall das größte Spiel, was es bisher jemals im Game Pass zum Start gab und dass dann eben auch so viele Leute gleichzeitig darauf direkt Zugriff haben. Das wird auf jeden Fall interessant sein, diese Phase. Aber es beeinflusst natürlich auch das gesamte Brand-Image der Marke Xbox. Obwohl es natürlich ein Bethesda-Spiel ist und das auch schon längst in Entwicklung war, als Microsoft dann eben ZeniMax und somit auch Bethesda gekauft haben. Aber es ist natürlich sehr stark miteinander verbunden. Und wir haben das ja schon letzten Monat bei Redfall gesehen. Ein wesentlich kleinerer Titel. Natürlich immer noch AAA, aber jetzt nicht so krass, ne, super mega aufgeblasen und ein Spiel, auf das sich Leute seit irgendwie Jahren schon freuen und darauf hinfiebern. Und eben auch von einem Entwicklerstudio ist, was halt wesentlich bekannter ist. So, ja, Arcane
Train ist ein Kultklassiker, Liebling, ne? Das sind so viele Leute eben auch wie ich beispielsweise, die auf deren Spiele stehen. Aber Starfield und eben Bethesda dahinter, das ist nochmal wesentlich größer. Das ist mehr Mainstream geht fast schon gar nicht mehr. Aber selbst Redfall hatte schon dazu geführt, dass viele Leute, die eben grundlegend schon so eine aversive Haltung gegenüber Microsoft oder eben auch gegenüber der Marke Xbox haben, dass dann dieses Versagen von dem Spiel genutzt wurde, um eben auch nochmal gleichzeitig auf Xbox, auf Microsoft und sonst was rumzuhacken. Und ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon mehrere Videos dazu gemacht, ne? Leute, die so klug waren und haben den Abo-Button gedrückt, die wissen das natürlich schon längst, so die sind schon länger hier und habe da mehrfach drüber gesprochen, aber das ist natürlich ein wesentlich kleineres Spiel. Und wenn jetzt Starfield nicht der Super-Mega-Erfolg wird, dann wird es natürlich die größte Kritik ever hageln und auch wenn irgendwie Leute mit Starfield unzufriedener sein sollten als mit vorigen Bethesda-Spielen, so das muss ja nicht mal den Level von einem Fallout 76 oder so haben, aber da auch ganz gut zu sehen, dass selbst ein Fallout 76 kann irgendwie einen Bethesda die Marke nicht unterkriegen, dass ja Leute sich dann trotzdem eben auch auf Starfield freuen, weil ja, das war ja irgendwie ein anderes Team, da haben sie was anderes versucht, okay, hat mich eh nicht interessiert als so ein Live-Service, Multiplayer, blablabla, Game oder so, Starfield, das ist das große neue Ding irgendwie, auf das ich mich freue. Und das heißt, wir wissen ja auch alle, ne, die ganzen Memes dazu, Bethesda-Spiele kommen zum Start immer verbuggt und sonst was irgendwie raus. Und das hat ihnen in der Vergangenheit auch nie wirklich geschadet. Also das ist ja schon fast die Standard-Erwartungshaltung irgendwie ist. Aber dieses Mal ist es eben nicht Bethesda, wo dann Leute drauf gucken und sagen, ja, kennen wir ja, okay, alles klar, wird schon verbessert und dann später habe ich Spaß mit meinen Mods oder so, ne, auf jeden Fall freuen wir uns drauf. Sondern dieses Mal ist es eben Microsoft. Dieses Mal ist es eben Xbox als Brand, die dahinter steht. Und wenn das Ding jetzt diesen typischen Bethesda-Launch haben sollte, wenn das Ding nicht wirklich den Leuten die Eier wegbläst oder die Eierstöcke wegbläst, dann hagelt es aber unfassbar Kritik. Dann können wir uns auf das, was wir bei Redfall gesehen haben, dann können wir uns aber auf die Apokalypse davon einstellen. Das Zehnfache. Und das wird auch einen weiteren Schaden an der Marke verursachen, den Leute dann noch weniger schnell irgendwie vergessen werden. Das heißt, da muss dann noch mehr hinten raus wieder aufgebaut werden und Leute werden bei jedem neuen großen Release dann immer wieder zunächst auf Redfall und dann eben auch ganz besonders auf Starfield zeigen und eben sagen, ja, das haben sie ja verkackt und bla bla bla, warum sollte jetzt noch irgendetwas weiteres gut sein? Und es ist eine beschissene Situation. Es ist definitiv eine beschissene Situation und dass das noch viel beschissenere ist, dass es nicht einmal eine Möglichkeit gibt, da großartig zu gewinnen. So, dass das Beste, was sie machen können, ist, dass wenn Starfield irgendwie wirklich jetzt so 90er-Bewertungen kommen sollte und es läuft auch gut zum Start, hat wahrscheinlich natürlich bei so einem großen Spiel, es wird immer so ein paar Probleme geben, gerade auf PC-Plattformen, aber ne, an sich allgemein ist es irgendwie so zwischen 85, 90 oder so bei Metacritic, die meisten Leute finden es super und dann kurzzeitig nach Start, dann sind auch die größten Bugs irgendwie, ne, sind wieder dann bereinigt und dann geht's auf jeden Fall. Selbst dann, das Beste, was Microsoft dann bekommt, ist so ein, okay, alles klar, gut gemacht. Habt ihr nicht verkackt? Okay, alles klar, ne, das heißt jetzt nicht, dass wir die zukünftigen Sachen von euch dann auf jeden Fall eben auch positiv auffassen werden, da wird weiterhin noch eine gewisse Skepsis sein, aber es ist schon mal so ein guter Building-Block, ne, zu einer gewissen, sagen wir mal, eine Positivität, die wir der Marke gegenüber haben oder der Konsole oder dem System allgemein. Das ist das Beste, was sie irgendwie kriegen können. Und das, was sie verlieren können dagegen, ist natürlich immens. Also auch da nochmal finde ich es ehrlich gesagt ganz interessant, dass wenn man ja eigentlich, sollte man ja meinen, oh, so einen riesigen Laden wie Bethesda einzukaufen, eben auch mit ihren ganzen bekannten, beliebten Marken und erfolgreichen Spielen, das ist ja eigentlich ein easy win. Das ist ja eigentlich etwas so, oh ja, Bethesda, klar, die hatten ihre Skandale und sonstigen Sachen, ne, Fallout 76 natürlich auf jeden Fall und hier und da war auch mal irgendwie ein Spiel, wo Sachen nicht funktioniert haben und Leute machen sich halt über bestimmte Sachen davon lustig, aber allgemein sind es schon beliebte Serien, sind es eben auch erfolgreiche Serien und jetzt aber unter einer neuen Führerschaft, einer neuen Brand eben, wird da ganz anders drauf geguckt und beziehungsweise eben auch dann die Wichtigkeit, die Größe davon ganz anders betrachtet. So, wenn Starfield nur unter Bethesda, nur unter Zenimax, ne, die werden eben nicht aufgekauft worden, das wäre dann irgendwie mittelmäßig geworden. Ja, da hätten sich Leute drüber natürlich dann beschwert und aufgeregt, aber es hätte jetzt Bethesda, glaube ich, nicht so den größten Schaden oder so gemacht. Aber
wenn es jetzt eben unter Microsoft passiert. Ich glaube auch nicht, dass dann Bethesda den großen Schaden oder so kriegen würde. So, wenn würde sowieso die kompletten Problematiken oder Fehler würden auf Microsoft gelenkt werden. Und Bethesda hat ehrlich gesagt ist dann feiner raus, als wenn sie es alleine irgendwie dafür verantwortlich gewesen wären. Und wie gesagt, sobald dann Elder Scrolls 6 angekündigt, also es ist ja natürlich angekündigt, aber sobald dann nach Starfield gesagt wird, yo, Elder Scrolls 6 ist jetzt in Entwicklung und hier ist irgendwie der erste Trailer dazu, der mehr zeigt als einen Berg, dann sind die Leute, springen wieder hoch, spritzen im Quadrat und sind alle wieder hyped da drauf. Das ist dann überhaupt kein Problem. Aber das ist dann mehr ein Bethesda-Ding und weniger eben eine Microsoft-Sache. Und deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt drauf und ich kann mir nicht vorstellen, was für Diamanten gerade zwischen den Arschbacken von Leuten wie Todd Howard oder anderen höheren Persönlichkeiten eben auch bei Microsoft oder bei Bethesda da gerade produziert werden. Also der Druck ist ja immens. Also der einfach zu wissen, weil natürlich wissen die das. Natürlich wissen die das auch, dass deren Projekt jetzt nicht einfach nur, oh ja, okay, wir haben ja unsere Fanbase, ne, und unsere Marke und bla 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 und die Leute, die verstehen das ja schon. Also nein, jetzt schauen Leute ganz, ganz anders drauf und selbst die Fehler, die wir sonst gemacht haben und die uns sonst auch irgendwie immer verzeiht wurden, die werden jetzt ganz, ganz anders beäugelt und da drauf geschaut. Und ich bin auf jeden Fall aus der Perspektive, bin ich sehr daran interessiert. Ich bin sehr auf den Showcase gespannt und eben auch gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Also ich bin vor allem dann darauf gespannt, ich werde natürlich meine eigene Meinung natürlich wie immer dazu kundtun, aber ich bin auch vor allem gespannt, was andere Leute dazu sagen werden. Vielleicht dann auch das Ganze in ein Video oder zwei separate Sachen irgendwie verpacken. Und dann natürlich auf den Release-Zeitraum, wenn es dann eben dann auf Anfang September zugeht. Und ho boy, so das ist auch ein Release. So an sich, wenn sie natürlich jetzt merken sollten, da ist noch irgendwas, das muss noch irgendwie gefixt werden. Das jetzt auch nochmal, alleine das zu verschieben, selbst wenn danach ein besseres Spiel rauskommt und dann bei Release eben super ist, selbst das jetzt noch einmal zu verschieben, würde auf jeden Fall eben auch sehr viel Negativität auf sich ziehen und dann wieder sehr viele Beiträge generieren, wo eben das Ganze schlecht gesprochen wird. Und da bin ich auf jeden Fall einfach mal, ne, also das ist so eine Sache, da gucke ich drauf. Ich habe da keine Stakes drin. So. Ich kann da einfach schön von außen drauf gucken und sagen, interessant. Interessante Zeiten in der Spieleindustrie auf jeden Fall. Schreibt mir gerne dazu, was ihr dazu denkt. Wie auch, ne, klar, natürlich, wenn ihr irgendwie mehr Stakes in Starfield persönlich habt und ihr euch darauf freut, könnt ihr das gerne natürlich reinschreiben, auch was so eure Bedenken sind. So von dem, was ihr wahrscheinlich gesehen habt. Für mich sind die ganzen Bedenken, die ich da gesehen habe in der letzten Präsentation, waren einfach die klassischen Bethesda-Sachen. So, ich war jetzt nicht irgendwie wesentlich verwundert darüber, dass, oh ja, bestimmte Elemente, die ich halt schon in den alten Spielen nicht so super fand, die sehen jetzt hier irgendwie auch nicht so super aus. Keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten auf jeden Fall, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!